Hi, ihr kennt doch alle den Teufel in euch. Ihr habt euch ein neues Spielzeug bestellt. Ihr wollt es angrapschen, antatschen. Ihr wollt es fühlen und spüren. Aber der Paketdienst kommt nicht. Doch nun macht es Ding-Dong an der Tür. Und es ist Unboxing-Time now. So, wünsche viel Spaß beim folgenden Anbau. Hi und herzlich willkommen zum Unboxing XK-X380. Der liegt heute an. Der hat 1 Kilometer Reichweite, GPS, ca. 30 Minuten Flugzeit und die üblichen Features wie Headless Mode, ein One-Key Return, ein Failsafe Mode und all dieses. Wir werden sehen, wie sich das Teil so auspacken lässt. Ich sehe, der Karton ist schön in matt schwarz gehalten mit tollen Bildern, ist also schön gemacht, optisch gut gemacht. Was mir an diesem XK nicht so gefällt in der Verpackung ist, dass das mit Styropor verpackt worden ist. Also da liebe ich mehr so diesen kompletten Pappkarton, also wenn die Innereien auch in Pappe verpackt sind, das ist wesentlich umweltfreundlicher. Wie sich das preislich verhält, habe ich keine Ahnung, aber ich finde es eben besser. Na, dann wollen wir mal reingucken. So, und da kommen wir schon quasi zum Herz des Kopters. 5400 mAh, 5,4 Ampere, 20C Akku, soll 30 Minuten Flugzeit bringen. Wir haben einen Lader, mit dem kann ich 2S und 3S Akkus laden. Lithium-Polymers-Netzgerät mit 2 Ampere, 1,5 soll der Lader bringen. Das bedeutet also durchaus 6 Stunden laden oder irgend sowas. Aber man sollte sich so oder so mal über ein besseres Ladegerät Gedanken machen, wenn man Kopter fliegen will. Da ist ein Satz Propeller dabei, in den angesagten weißen Rotfarben. Das ist der Gimbal, das ist ein ganz einfaches Teil. Wir werden sehen, wie das funktioniert beim Flight Review. Da sind Kabel für Stromversorgung, Gimbal und USB zur Ground Station Software kommen wir dann im dritten Teil. Da sehen wir das edle Teil im Carbon Look, wirklich schön gemacht, auch stabil. Toll gemacht. Wir haben die übliche bei XK, die übliche Fernsteuerung in der X8 Ausführung, ist sehr spartanisch, aber für das Ding völlig ausreichend. Ich habe den Mode 2. Interessanterweise ist der linke Steuerknüppel in der Gasposition in der Mitte zentriert. Das wird sich dann im Flight Review noch zeigen, wie sich das auswirkt bei der ganzen Aktion.
rundherum nett gemacht, der X380 im Carbon-Look. Verarbeitung ist auf den ersten Blick sehr gut. Und er hat ein paar Besonderheiten, da kommen wir später noch drauf. Das ist zum Beispiel die Batterieklappe, der Akkudeckel. Der ist in Frontrichtung geöffnet, das heißt, wo die zwei LEDs sind, das ist die Frontrichtung. Und da wird auch der Akku eingeführt. Gut zu sehen ist jetzt das breite und stabile Fahrgestell, welches bzw. Landegestell, welches mit Moosgummi abgedämpft ist. Und in einem Bein befindet sich der magnetische Sensor, den wir später noch kalibrieren werden. Hinten haben wir eine große, riesige LED. Und dann werden wir mal einen Akku dran klemmen, mal gucken, ob da auch was leuchtet. So, mal schauen. Jawohl, die Front-LEDs leuchten und die Heck-LED schwer zu übersehen, schon an der Wand. Die ist wirklich sehr, sehr hell, ja. Das werden wir später beim Kalibrieren noch sehen. Also die zeigt dann später GPS-Status und andere Sachen. Rotorenwuchten, eins der wichtigsten Sachen überhaupt, schont nicht nur die Motorenlage, sondern erzeugt auch weniger Vibrationen im Kopter, vor allen Dingen beim Filmen. Also keine unwesentliche Geschichte und wirklich günstig und schnell zu erledigen, sollte man also jederzeit auch machen, wenn man neue Propellern anbringt. Dazu aber dann mehr in einer speziellen Technikserie. Da kommen dann verschiedene Tipps, wie man Kopter noch verbessern kann, beziehungsweise eben solche Sachen wie Rotorenwuchten und so weiter. Die läuft jetzt gerade an, da bin ich dran am Abdrehen und am Material sammeln. Daher hier nur ein kurzer Einblick. Rundum nett gemachter Kopter, die LEDs sind alle okay und gut sichtbar, also das ist nicht sinnlos, das ist alles wirklich hübsch und durchdacht gemacht bei XK, kann man nicht meckern. So, dann wirklich gut zu sehen das Ganze. Dann kommen wir zur Fernbedienung nochmal kurz, da haben wir einen Take-Off und Take-Down Button, ich kann automatisch landen und starten, kann den Stick Mode, das heißt ich kann die Fernbedienung umstellen, Mode 1, Mode 2, hab den Hitlock, das ist der Headless Mode, und Go Home, das ist der Return to Home Knopf, also mehr, viel mehr ist da gar nicht dran. Zum anderen Teil kommen wir dann noch beim Flight Review, also die genauen Sachen, wie das gehandelt wird. Nun wollen wir mal den magnetischen Sensor kalibrieren und los geht's. Der Kopter sollte wie immer eben stehen, zuerst schalten wir den Sender an und dann legen wir die Batterie im Kopter ein. Dann warten wir den Selbsttest ab, das heißt erst haben wir nur rotes Licht und gelb und dann irgendwann haben wir auch grün dabei. Wenn wir das erreicht haben, nehmen wir den Gashebel zurück und in die rechte untere Ecke und gehen in Headless Mode Schalter dreimal vor und zurück, bis wir ein durchgehend leuchtendes grünes Licht haben. Rotieren den Kopter mindestens zweimal oder auch dreimal, das ist ziemlich egal, stellen ihn ab. Nehmen den Hebel rechts unten und quittieren das Ganze wieder dreimal mit dem Headless-Schalter. Stellen den Kopter auf den Kopf mit der Nase nach unten, die rote LED geht an, rotieren ihn dreimal und stellen ihn dann ab, während die LED dann ausgeht. Das Ganze bestätigen wieder mit rechts unten, also der linke Hebel nach rechts unten und dreimal den Dings. Wenn er dann kurz grün und dann grün blinkt, ist Kalibrierung abgeschlossen vom magnetischen Sensor. So, dann zum Sender kalibrieren, das heißt, erst schalten wir den Sender an.
Dann schließen wir den Kopter an den Akku an und warten den Selbsttest ab. Wenn das alles angelaufen ist, nehmen wir wieder den Gashebel links in die rechte untere Ecke und bestätigen das Ganze mit 6-mal Go Home Taster, bis die rote LED blinkt. Dann bewegen wir die Hebel in den äußeren Grenzen, solange bis das Blinken aufhört, und warten, bis der Kopter wieder grün wird, beziehungsweise von alleine anfängt grün ganz normal zu blinken, und dann ist das Kalibrieren abgeschlossen. So, danke fürs Gucken. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, beziehungsweise den Kanal abonniert, und guckt euch die Bilder noch an, und bis zum nächsten Teil dann, hoffe ich. Dankeschön.